Terra pestem teneto, salus hic maneto. Herzlich willkommen zu John Sinclair Night Talk. Mein Name ist Dennis Bender und wir senden aus den Katakomben hier bei Bastei Lübbe. Und neben mir sitzt ein ganz besonderer Mann. Guten Abend. Ich sage nur, guten Abend, guten Tag. Herzlich willkommen, Michael Braun. Michael Braun, da ist doch was. Was ist denn da? Michael Braun, du bist vom Tonstudio Braun. Oder wie wir Fachleute sagen, vom TSB. TSB. Gab es die Abkürzung schon? Hat man gesagt TSB? Oder die hat sich nachher entwickelt. Tonstudio Braun. Das heißt, also relativ schnell eigentlich, weil das Tonstudio Braun immer sehr lange zum Sagen war. Und man hört ein bisschen, er kommt aus dem Hessischen, aus Wiesbaden. Aus Wiesbaden. Im Tonstudio Braun. Und das wissen natürlich die Fans. Aber wir haben ja nicht nur Fans, wir wollen auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Es geht hier rum. Es geht um die John Sinclair Kassetten. John Sinclair hat gesprochen, das war im Jahr 1983 zum ersten Mal? Ja, 83. Da sind die erste Kassette ist erschienen. Richtig. Die erste Hörspielkassette und das war natürlich das Horrorschloss im Spessart. Die jucken schon die Finger, Michael. Es war nicht die erste Kassette, das Horrorschloss im Spessart. Ah. Die ganzen Kassetten, die sind alle umbenannt worden, die ersten 12 Stück und dann haben wir die neu nummeriert. Okay. Die ersten 12 sind nicht, die Nummer 1 war nicht die Nummer 1. Aber wir sind schon richtig direkt im Nerd-Territorium hier, ne? Weil natürlich die Fans und die Sammler natürlich sich immer fragen, wann ist welche Kassette aufgenommen worden, in welcher Reihenfolge. Ja. Warst du bei der allerersten Aufnahme dabei? Ich war bei den ersten Aufnahmen war ich dabei. Die ersten Aufnahmen, das heißt, ihr habt mehrere Folgen an einem Tag aufgenommen? Oder wie war das? Nein, wir haben also teilweise die kleinere Rollen haben wir zusammen aufgenommen. Okay. Da hat dann ein oder zwei Kassetten gesprochen. Aber es hat ja schon von der Anmutung, die Hörspiele, wir sind ja jetzt im Jahr 2020, aber damals 1983, da wurde ja nicht digital aufgenommen. Ihr habt ja alles quasi wirklich per Hand gemacht. Auf Schnürsenkel. Auf Tonband. Auf Tonband, genau. Auf Schnürsenkel hieß das, weil das so dick war wie Schnürsenkel. Ja. Und da haben wir drauf aufgenommen und haben dann nachher mechanisch alles geschnitten mit einer Schere. Entmagnetisiert musste die sein, sonst hätte sie jedes Mal Klick gemacht. Ja. Und dann haben wir immer die Teile zusammengeschnitten. Dann haben wir hingen die ganzen Bänder da mit den Beschriftungen, wer was gesagt hat und welches in welcher Reihenfolge wieder zusammenkommt. Also richtig handgemacht. Richtig, ne? Wenn man heute alles digital macht, das war damals. Ja. Und das hört man den Hörspielen ja auch an, die haben ja einen ganz eigenen Charme. Ja. Und deswegen sind sie ja immer noch so beliebt bei den Fans. Das war ja ein richtiges Ensemble-Werk. Ja. Also wenn man heute Hörspiele aufnimmt, dann nimmt man ja einzelne Sprecher auf und setzt das dann digital später zusammen. Richtig. Aber damals hattet ihr wirklich alle Beteiligten im Studio. Richtig, wir hatten also einen großen Studioraum. Da konnten mindestens 7, 8 Sprecher reinkommen. Waren meistens, also mindestens waren 2 Sprecher im Studio, die dann den Dialog gesprochen haben. Wenn jetzt ein Volk als Hintergrund gebraucht war, hat man noch 2, 3 Sprecher reingemacht. Die standen hinten dran, natürlich ein Stück weiter weg vom Mikrofon, haben dann Grummel, Grummel, Grummel gemacht. Und dann wurde das gleich mit aufgenommen. Und das dadurch hört man ist auch, natürlich. Das hört man auch immer. Also ich kenne natürlich, bin ein großer Hörspielfan auch. Und es gibt Hörspiele, wo du, wenn du so eine Menge im Hintergrund hast, hast du oftmals so einen Loop. Da kommt immer der gleiche Schrei. Und das ist bei euch ja gar nicht. Das war ja schon wie so eine Art, wie soll man sagen, wie ein Theaterstück eigentlich so ein bisschen. Ne? So. Es war wie ein Theaterstück ohne Film praktisch. Ja. Also praktisch. Im Prinzip, wenn man es genau nimmt, war das auch so. Und alle waren in einem Raum. Ich nehme an, dein Vater hat Regie gemacht? Mein Vater hat Regie gemacht und der Erwin Scherschel, der hat natürlich auch mitgeholfen. Der hat auch Stimmen ausgesucht und hat gesagt, der wäre gut für die Rolle. Und die Rolle könnte man mit dem besetzen und das ist natürlich auch braucht man ein gutes Gespür für, wen man mit welcher Rolle und welche Stimme besetzt. Und das ist ja alles passiert quasi bei euch zu Hause, sozusagen. Ja. Ihr hattet das Studio im Haus, ihr habt auch ein Hotel gehabt. Ja. Gibt es das noch, das Hotel? Das Hotel gibt es nicht mehr und das Studio gibt es leider auch nicht mehr. Da ist jetzt eine Garage drin. Oh, Mensch, das muss ja ein Wallfahrtsort auch gewesen sein für Sinclair-Fans wahrscheinlich. Ja, ne? Also einige Fans sind schon da gewesen. Ja. Besonders bei dem 50-jährigen Jubiläum vom Tonstudio Braun hatten wir noch ein großes Fest und da sind noch viele Sprecher gekommen, Originalsprecher und auch viele Fans waren da. Die
Hörspiele zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sehr viele Sprecher vom Theater kamen. Richtig, ja. Man hört es, waren wenig Synchronsprecher dabei. Ich glaube, ja, es war wenig. Ja. Ihr hattet einen, glaube ich, einen Sinclair. Es gab ja mehrere John Sinclair. Ja. Wurde immer geraten, weil in den Kassetten stand ja nie drin, wer Richtig, spricht. Ja. Warum stand das nie drin? Das stand nie drin, weil die Kassetten, die haben einfach nicht genug Platz gehabt. Und man hätte ganz natürlich einfach, ganz einfache Antwort. Dann ein Zusatzblatt und alles reinmachen müssen und das hätte dann die Sache wieder verteuert. Und warum habt ihr mehrere Sinclairs? Warum gab es mehrere Schauspieler, die John Sinclair gesprochen haben? Also den ersten, der gesprochen hat, der hat nach 7 oder 8 Kassetten hat er gesagt, ich kann es nicht mehr zeitlich, weil der hat sehr gute Angebote gekriegt, ja, für Theater zu spielen. Und das hat ihm besser gefallen. Dann hat er gesagt, ja, das bringt nichts, wenn ich mich einen Herzinfarkt kriege. Und dann haben wir gesagt, gut, dann suchen wir jemand anders. Und wir haben eigentlich einen ganz, ganz guten John Sinclair gefunden. Der hat dann gut 100 John Sinclair Kassetten gesprochen. Es sind ja sehr viele, weil du gerade Theater sagst, es sind sehr, sehr viele Theaterschauspieler, mhm, ja, zu hören. Das hört man auch so ein bisschen am Duktus. Und man hört es auch ein bisschen, a busy, hört man es am Dialekt. So, ja, ganz, so leicht. Ja. Weil das waren, berichtige mich, wenn ich da falsch liege, aber es waren sehr viele Schauspieler aus Wiesbaden und Mainz. Es waren sehr viele aus Darmstadt, aus Mainz, aus Wiesbaden auch. Frankfurt? Aus Frankfurt auch einige, ja. Und die sind dann alle nach Wiesbaden gekarrt worden? Und ja, die meisten sind selber gekommen im Zug oder. Ist ja nicht so weit gewesen. Das war alles in der Gegend. Und das war alles sehr, sehr familiär. Und jetzt habe ich wirklich eine Frage. Stimmt es, dass ihr die Kassetten auch zu Hause produziert habt? Die Kassetten haben wir nachher in der Schweiz produziert. Okay. Aber am Anfang war es so, dass ihr die überspielt habt zu Hause? Am Anfang hatten wir ein kleines Zimmer und eine kleine Kassettenmaschine und haben die gemacht. Und das wurde nachher so viel, dass wir die, also in Anführungsstrichen, ausgelagert haben, aber doch selber gemacht haben, weil mein Vater, der kam, ist in der Schweiz geboren. Ja. Und der hat gesagt, ich möchte wieder in die Schweiz. Und dann hat er halt gesagt, wir machen die Kassettenproduktion in der Schweiz. Haben das ausgesourced. Und ich habe das dann nachher übernommen. Das heißt halt, das Ding war sehr, sehr erfolgreich. Habt ihr damit gerechnet am Anfang, dass es so einschlagen wird? Nein, wir haben am Anfang überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so also wie ein Hammer ist das eingeschlagen, kann man wirklich sagen. Ihr habt richtig heftige Verkaufszahlen gehabt. Ja. Hast du ungefähr eine Zahl, weißt du noch? Oh, ich kann nicht mehr Zahlen sagen, aber es war extrem viel. Und ihr habt auch dann sehr viel nachproduziert, viele Kassetten. Laufend. Die sind, alle Nummern sind gelaufen, wie verrückt. Bis wann ging das? Ich glaube, wir bis 91, 92 haben wir produziert und dann hat sich Lübbe entschlossen, es gab eigentlich keine Audioabteilung bei Lübbe und dann hat sich Lübbe entschlossen, eine eigene Audioabteilung aufzubauen und die haben natürlich dann Anlaufschwierigkeiten gehabt, das ging dann halt nicht von heute auf morgen, aber die haben gesagt, okay, jetzt halten wir mal an und wir machen das nachher selber. Und es war eine Zäsur für euch quasi? Für Tonstudio Braun. Ihr habt aber auch noch andere Sachen gemacht. Ihr habt ja nicht nur Sinclair gemacht. Ja, wir sind dann hergegangen, haben Larry McLeod gemacht. Und davon haben wir dann 25 Hörspiele gemacht. Michael, ihr habt ja nicht nur John Sinclair Hörspiele aufgenommen oder nicht nur Hörspiele, sondern das fing ja mit was ganz anderem an. Das wissen viele Fans nicht. Jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Sache. Mhm. Ihr habt auch Fernsehaufnahmen, Tonaufnahmen gemacht für Mainzelmännchen. Für die Mainzelmännchen. Für das ZDF. Die Mainzelmännchen und John Sinclair zusammen in einem Studio. Das ist der Hammer. Und wir waren die Mainzelmännchen gemacht haben, zusammen mit dem Gerlach. Wolf Gerlach, der die Mainzelmännchen erfunden hat. Ja, und wir waren praktisch, wir haben den Ton gemacht, wir haben, wenn die im Wasser geplanscht sind, die Mainzelmännchen, oder mit so einem Bötchen gefahren sind, dann hatten wir eine Schüssel Wasser da stehen im Studio. Alles dann, handgemacht. Dann mit der Hand haben wir dann gerudert. Und das waren dann das Rudern vom Mainzelmännchen. Das heißt, waren ja auch kleine Männchen. Ne? Die ganzen Aufnahmen mit Anton, Conny, Date und so weiter. Wer die Mainzelmännchen nicht kennt, ich meine, es gibt sie immer noch, aber die alten Mainzelmännchen waren natürlich, man kann sagen, Trenner zwischen den Werbeblöcken, zwischen den Werbungen im ZDF und waren absoluter Kult. Ich habe die Mainzelmännchen immer geliebt. Und ihr habt sie auch immer nachgemacht. Das heißt, Wolf Gerlach war das auch. Der Wolf Gerlach war der, der die Stimme gegeben hat. Wir haben die Geräusche gemacht und haben das alles bei uns im Studio dann zusammengemischt und
für die Mainzelmännchen gemacht. Und hat Wolf Gerlach auch jemals bei John Sinclair mitgesprochen? Nein. Ach schade, das wäre ein Crossover gewesen. So ein evil Mainzelmännchen greift John Sinclair an. Er hat genug Arbeit gehabt, er muss ja immer neue Geschichten ausdenken. Die Hörspiele haben noch eine ganz Besonderheit, eine ganz große Besonderheit. Und das ist die Musik. Ja. Die Musik war und ist und bleibt einzigartig in der Hörspielgeschichte, denn es war eine Orgel oder ein Keyboard. Es war eine Orgel mit Fußpedalen am Anfang. Die war monophon. Das heißt also, man konnte immer nur einen Ton spielen. Gleichzeitig. Und dann gab es später ein Keyboard. Ja. Korg M1. Die M1, genau. Und die war dann schon polyphon. Das heißt, man konnte also mehrere Töne gleichzeitig spielen. Und die Musik ist ja auch was Besonderes. Sie ist ja auch rausgekommen in einer Sonderedition. Ja. Und das ist ja für viele Fans sehr, sehr, sehr wichtig, diese Musik alleine zu haben. Der Komponist war, glaube ich? Der war der Peter Seidel. Peter Seidel. Das war unser Tonmeister. Der war aber nicht im Raum und hat gleichzeitig die Musik aufgenommen. Nein. Er hat das nachträglich dazu gemacht, weil damals war ja, die Bänder wurden mechanisch geschnitten und dann hatten wir ein Stück Band und haben das nach Szenen aufgeteilt und dann hat er sich die Szene angehört, wenn es fertig war, und hat danach dann die Musik dazu gespielt. Und das ist in den 80ern passiert, die Musik und die Aufnahmen, alles in einer Zeit, wo es sehr viele Hörspiele gab natürlich, sehr viele Gruselhörspiele auch. Ja. Habt ihr das als eine Art Konkurrenz gesehen? Habt ihr euch so ein bisschen orientiert an anderen Hörspielen? Nein, überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Ja. Die anderen haben sich, würde ich sagen, eher an uns orientiert. Die anderen waren nicht so gut und haben auch nicht so viele verkauft, wie wir. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Damals. Da kann man schon mal eine Marke setzen. Da kann man wirklich. Aber wenn du überlegst, dass heutzutage natürlich durch die sozialen Netzwerke und so weiter sich sowas wie so eine Fangruppe ganz anders organisiert und viel mehr verbreitet, glaubst du, dass ihr das heute, wenn ihr heute noch mal aufnehmen würdet, spinnen wir, träumen wir jetzt mal, Tonstudio Braun macht wieder auf, würdet ihr noch genauso aufnehmen wie damals? Also ich persönlich würde noch genauso aufnehmen. Ja. Auch auf Senkel? Nein, auf Senkel nicht. Schon digital aufnehmen, aber den Studioraum würde ich schon lieber einen Studioraum haben, wo 2 bis 3 Sprecher reingehen, wenigstens. Weil die Atmosphäre ist ganz anders wie in einem Hörspiel, wo einer seine Sätze sagt, der andere sagt dort seine Sätze, nachher schneidet man das zusammen. Mhm. Und da ist die Betonung ist natürlich auch wieder anders. Wenn man einen Gegenüber hat, kann man auch auf die Mimik reagieren. Mhm. Und wenn der sagt, so geht's nicht. Ne? Und dann reagiert der andere natürlich anders drauf, wie als wenn er es nur hört und drauf antworten soll. Hast du ein Lieblingshörspiel? Also ich finde das Horrorschloss sehr schön. Halt's ruhig das mal hoch. Du hast es die ganze Zeit schon in der Hand. Ja. Die Sonderedition auf Vinyl. Richtig. Riesensammlerstück. Gab es nur 500 Mal. Das ist ein Doppel-LP. Ja. Das Horrorschloss im Spessart. Weil die so lang ist. Ja, natürlich, das wird ja alles. Darf ich mal, reich's mir mal über die Plexiglasscheibe. Wir haben natürlich hier eine Plexiglasscheibe, ganz klar, ne? Zeiten wie diesen, aber es ist ein bisschen wie im Studio. Ja. Wir haben so ein bisschen versucht, Studio Braun nachzubauen für dich. Sehr gut. Wunderbar. Sehr schön. Das ist ganz toll. Da hätte ich glaube ich, getötet für. Also hier als Vinyl. Und als CDs kamen, wart ihr raus oder war das jemals eine Überlegung, CDs zu machen? Nein, war es nicht, weil die CDs waren ganz frisch und dann waren, also am Ende von der Zeit kamen erst die CDs. Okay. Weil vorher gab es Schallplatte und wir haben dann ganz groß angefangen mit Kassetten. Das war gerade die Zeit, wo die Kassetten gekommen sind und da sind wir dann gleich eingestiegen. Aber wir wissen ja, dass es Tonstudio Braun John Sinclair auf CD gibt, dank eines Übereinkommens, können wir sagen. Es gab einen, ich sage jetzt das Wort, einen Bandübernahmevertrag. 2015 ist die erste Tonstudio Braun remastered hier. Halt's nochmal als Vinyl und auf. Guck mal, halt mal Vinyl bitte nochmal rum. Ja. Hier, guck mal. Was ist denn schöner hier? Vinyl, oder? Vinyl ist doch, guck mal, hier das Bild und so weiter. Aber das ist natürlich dann nochmal digital bearbeitet worden. Die sind alle digital überarbeitet worden, Rauschen rausgenommen und die Stimmen sind also so klar geworden. Das ist unglaublich. Habt ihr das selber gemacht oder ist das ausgeladen? Also ich habe die alle digitalisiert. Okay. Und dann hier im Tonstudio von Bastei haben sie dann noch ein bisschen bereinigt und verbessert. Klingen besser als je zuvor. Ja.
Ganz großartig. Und das ist eigentlich unglaublich, dass die Kassetten, die waren jetzt 30 Jahre, waren die fast im also die Original Schnürsenkelbänder 30 Jahre im Lager. Und die haben also keinen Schaden genommen. Und sind gerettet und worden. Und sind gerettet jetzt auf CD. Für alle. 107. Richtig, ja. 107 Hörspiele gab es. Ja. Es gab immer Gerüchte, es gibt noch welche, sind welche noch im Archiv, aber... Nein, es gibt leider keine im Archiv, auch keine einzige Tonaufnahme im Archiv. Ja, ich frage deswegen, weil es sind ein paar Cover im Umlauf. Die Cover, die haben wir noch gedruckt, weil die Druckerei, die hat eine Druckform gehabt und da gehen, ich weiß jetzt nicht wie viel drauf, 24 oder... Cover waren drauf und die haben die dann geschnitten und gemacht und dann haben wir gesagt, okay, die nächsten sind die vier Stück. Theoretisch, wenn wir die als nächstes produzieren würden und haben praktisch nur die Cover mitgedruckt. Mhm. Um Kosten zu sparen, ja. Also reine logistische Geschichte. Also alle Fans da draußen, es gibt keine Aufnahmen und es gibt auch nichts Geschriebenes. Was machst du heute? Heute? Also nicht heute, Michael. Nicht, was du heute machst, sondern was... Ja, ich weiß, was ich heute mache. Du lebst in der Schweiz? Ja, ich lebe in der Schweiz, weil wir hatten ja die Produktion gemacht. Meine Frau lebt dort mit mir noch glücklich. Und dann haben wir zwei Kinder und die Tochter, die hat schon zwei Enkelkinder. Und meine Frau, die macht ein Reisebüro. Und ich mache Tonstudio noch ein bisschen. Das heißt, du machst immer noch, du arbeitest immer noch? Ich arbeite immer noch mit dem Tonstudio. Und die Rechte und die Rechte und die Verträge, die haben wir dann auch in der Schweiz bei uns im Tonstudio. Hörst du zwischendurch noch mal rein? Ja, ich höre gerne rein. Sehr gerne. Das ist schön. Ja. Michael, das ist eine große Freude für mich, für uns, glaube ich, alle, hier mit dir gesprochen zu haben, hier bei John Sinclair Night Talk. Das hättest du auch nicht gedacht nach all den Jahren, dass John Sinclair immer noch Thema ist, oder? Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber die Fangemeinde, die ist einfach riesig und es sind alles, muss ich sagen, durchwegs ganz, ganz nette Leute, und die Fans. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, Michael, für die Zeit hier und danke für die vielen Hörspiele, die uns immer noch sehr, sehr viel Freude machen. Ja. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß hier bei unserem John Sinclair Night Talk hier. Natürlich, wenn ihr Lust habt und Freude daran hattet, dann könnt ihr das Ganze natürlich teilen. Ihr könnt diesen Kanal abonnieren und das Ganze bei den sozialen Netzwerken natürlich verbreiten. Das wäre uns eine sehr, sehr große Freude. Dankeschön nochmal, Michael Braun vom Tonstudio Braun, hier bei John Sinclair Night Talk. Mein Name ist Hennes Bender und wenn ihr Lust habt, dann sehen und hören wir uns demnächst mal wieder. Alles Gute und angenehmes Gruseln allerseits. Bis dann.